Hallihallo, mein lieben Homies, willkommen zu GTA, zu meinem Fahrzeughandel. Wir hatten uns ja gerade den Gran Turismo R geklaut und jetzt werden wir ihn auch direkt weiterverkaufen. Aber dazu müssen wir natürlich wieder erst am Laptop. Dieses ständige Hin und Her. Es gibt nichts Schöneres. Erstmal hinsetzen hier. Natürlich verkaufen wir ihn wieder an den Meistbietenden. So, mal gucken, was wir dafür bekommen. Ich glaube, 37.500 Dollar, ne? So, ja, Fachhändler bestätigen und auf geht Let's die get to work. Post. Erstmal den Peilsender wieder raus, Nummernschild ändern, You know what makes good license plates? Lackierung machen wir Prison einfach schwarz, matt. Sehr schön. Das läuft I hier. can still Was work as geht das? Frank-Hand. Leistungsverbesserung, Karosserie, machen wir einfach nur die Fenster einmal schwarz. Wunderbar. Looking Oh, good. ich muss sagen, so sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich glaube, dann werde ich meinen auch nochmal lackieren. Luxus-Serienfelgen, wie immer. Ah, wo sind denn unsere hier? Wo sind denn unsere Shadow? Da. Okay, und dann würde ich sagen, auf geht die Post. Mein Mitarbeiter und Homie ist auch wieder mit am Start. Er unterstützt mich ein bisschen hier beim Wagen wegbringen. Und der sieht da gar nicht schlecht aus, Okay. oder? Schippert richtig, bis auf die Felgen. Naja, gucken wir mal. Machen wir nächstes Mal ein Video, wie ich meinen tunen werde. Auf jeden Fall sieht er gut aus. 3,3 Kilometer, das kriegen wir hin. Ja, und heute verlieren wir mal nichts an Wert. Unfallfrei ziehen wir das jetzt durch. Und dafür müsste ich am besten leise sein. Boah. Ich wusste, dass der Sack da wieder kommt. Einfach mal Glück gehabt. Jetzt hat man eine andere Musik. So, 1,9 Kilometer noch. Ach shit. Dass man die Ausfahrt verpasst. Meine Güte, jetzt habe ich aber drauf. Trotz Navi. Trotzdem falsch gefahren. Passiert. Jeder Mensch macht Fehler. Ich würde mal sagen, einen Baum bereue ich, sonst ist das ja langweilig. Ah, Mann, wir ziehen da durch. Unfallfrei heute. Eieiei. Knapper als knapp. Wie lang noch? 900 Meter. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich hier konzentriere, keinen Unfall zu bauen. Mein Glück, fallen wir gleich irgendwo rechts runter den Berg. Wir fahren einfach ein bisschen chilliger. Wir haben ja eigentlich Zeit. Ja, noch 12 Minuten. Sehr schön. Sieht da sehr, sehr gut aus. Hoppala. Ja, nice. Wir haben es geschafft, meine lieben Homies. Abgeliefert. 37.500 Dollar. Die volle Summe haben wir bekommen. Einfach fantastisch. Wir sind die Besten. Meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Well Zuschauen done out there. und sage bis zur nächsten Aufgabe. Auf Wiedersehen.